Abend, meine Damen und Herren. Das Arbeitskollektiv Wahlen in Berlin zeigt sich sehr zufrieden mit der Wahl in der Hauptstadt unserer kleinen Republik. Die hohe Wahlbeteiligung zeigt die große Zufriedenheit mit der sozialistischen Führung. So wurden rund 14% mehr Erststimmen abgegeben, als überhaupt Wähler registriert waren. Durch die unermüdliche Arbeit unserer Berliner Parteifreunde konnten insgesamt 1248 Erststimmen mehr gezählt werden, als registrierte Wähler eingetragen waren. Das ZK blickt mit Stolz auf die Arbeit unserer sozialistischen Freunde und lobt besonders die reibungslose Organisation der Stimmabgabe in unserer wunderschönen Hauptstadt. Die überaus beliebte, feministische, im Völkerrecht verhaftete Außenministerin Annalena Baerbock ist 100.000 Kilometer und 360 Grad um die Erde für den Frieden unterwegs. Neben ihrer klaren Artikulation und ihrem völkerrechtlichen Wissen hat sie auch nun ihre Kenntnisse im Bereich Geometrie unter Beweis gestellt. So steht sie als leuchtendes Beispiel für unsere kleine sozialistische Republik in der Welt. Ihren Bekundungen unserer sozialistischen Faschingsgenossen aus Mainz. Hohe Anerkennung und Zustimmung bekamen besonders die Wortbeiträge, die sich kritisch mit den Feinden unserer Republik beschäftigten. Staatszersetzende Organe wurden in den Beiträgen auf vorbildliche Weise an den Pranger gestellt und zeigten so die Verbundenheit auch des Humors mit unserer politischen Führung. Mit frenetischem Applaus zeigten die Zuschauer vor Ort, aber auch vor den Rundfunkempfangsgeräten, mit einem herzhaften Lachen ihre Zustimmung mit unserer sozialistischen Führung. Das Ministerium für Gesundheit rechnet mit einer drastischen Zunahme bei Krebs und Demenz. Unser verdienter Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärte, dass die Wissenschaft und Forschung zurzeit noch im Dunkeln tappe. In Europa sei bis 2035 mit einer Zunahme an krebserkrankten Menschen um 25% zu rechnen. Das Ministerium für Volksgesundheit gab dazu bekannt, dass zurzeit Tausende unserer Genossen in den wissenschaftlichen Kombinaten an einem Impfstoff arbeiten. Ein weiteres Gebiet, wo unsere Volksgemeinschaft im Kampf gegen das Böse und die Ungerechtigkeit und Armut in der Welt ihre sozialistische Überlegenheit unter Beweis stellt. Guten Abend.